Hi, schön, dass du da bist. Ich bewege mich wieder in das Ranked Match hier mit dem Lost Zone. Hisui Viscogon Faustar Deck. Ey, manche Namen sind einfach viel zu lang, man müsste sie einfach Abkürzung. LZV oder so, was weiß ich. Lost Zone Viscogon, ne? LZV klingt doch nach einer guten Abkürzung, ne? Oder irgendwelche so ikonischen Sachen. Weiß ich nicht, mit der Schnecke, mit der Eisenschnecke. Das ist auch, wäre auch was hier. Wir haben auch hier den Eisenhund. Eisenhund und Eisenschnecke gehen an den Start. Gegen Zinfrare. Was? Okay. Wir haben auf jeden Fall okayische Handkarten. Wir haben Akromas. Das ist halt gut, ne? Und ich glaube, wir sind als erster dran. Das ist nicht so gut. Oh, Entschuldigung. Oh, ob wir einen Battle Pass ziehen oder so? Das wäre cool. Nö, aber eine Metallenergie. Bringt uns aber leider gar nichts. Nächste Runde. Ich kann nix. Nix. Brauche ich auch keine Energie anlegen. Die brauche ich auch für was anderes. Das ist echt bitter. Das verschenkt der First Turn, Leute. Aber auch das kann passieren. Ich glaube, wir kämpfen hier gegen einen Glurak. Glurak EX-Deck. Guck mal, da ist ein Battle Pass. Natürlich. Natürlich hat er alles da, was er braucht. Taubsee, Bliza. Ist auf jeden Fall ein guter erster Turn für ihn. Spielt das mit einem Superball. Auch interessant. Und da ist noch ein Mana-Vieh. Das Mana-Vieh könnte ja auch gebrauchen, ne? Meiner Meinung nach. Da kommt eine Feuerenergie und dann gibt es wahrscheinlich den Hitze-Tackle. Was ist Kolso? Bestehende Karte entdeckt, ziehe anschließend ganz viele plus 1. Okay. Wow, und vor allem macht er gleich auch 60 Damage, ne? Uiuiui. Das ist natürlich auch interessant. So, und ihr seht schon, ich habe wieder nur Schrotti-Botti gezogen. Dann nehmen wir das. Das, denn wir brauchen was anderes noch und dann geben wir mal eine Psychoenergie auf. Das ist natürlich nicht so cool, aber was willst du machen? So, wen können wir denn da holen? Ja, eigentlich nur den hier, ne? Kurelei, dann können wir einen Tauschwagen spielen. Blopp. Und können auch das hier aktivieren. Mal gucken, was wir kriegen. Eine Jet-Energie und Metall. Ich glaube, dann gebe ich lieber eine Jet-Energie auf, auch wenn man die natürlich zum Tauschen brauchen könnte. Wir starten den schon mal mit einer Energie aus. Und das war mein Zug. Auch wieder nicht ganz so prall. Wir können aber Gott sei Dank jede Runde mit einem Boladin hier was holen. Und haben auch wieder einen Akromas gezogen. Aber es ist trotzdem nicht so einfach. Wenn das Kurela überlebt, könnte man mit einem Urgel überleben. Könnte man mit einem Urgel überleben? Überlegen. Ich kann reden. Und da ist ein Judge. Ein Judge. Warum nicht? Das ist jetzt gar nicht gut für uns. So, da gibt es noch ein bisschen Damage. Aber wir können auf jeden Fall das Glumanda, denke ich, das sollten wir besiegen können. Das ist doch zum Beispiel was hier. Holen wir uns erstmal. Das ist nicht das Viscogon. Holen wir erstmal das hier. Und dann. Ja, Illusionsportal können wir ablegen. Da nehmen wir am besten noch das. Noch ein Boladin. Damit holen wir uns dann mit einem Urgel. Urgel, Urgel, Urgel ist da. Dann gucken wir mal, was die Blumenauslese sagt. Da nehmen wir dann eine Jet-Energie. Legen die auch an. Gucken mal, was da so Schönes geht. Da ist ein Akromas. Das können wir nämlich sehr gut gebrauchen. Guck mal, das hätten wir zur Not auch mit einem Pokémon vielleicht kriegen können. Aber ich sage ja auch nur zur Not. So. Ja, komm. Wir brauchen Karten. Wir brauchen Karten. Ob ich will oder nicht. Das war eigentlich so nicht geplant. Oh, shit, Leute. Wir brauchen nämlich noch eine Wasserenergie. Dann spielen wir noch die Superangel. Mischen das mal wieder rein. Spielen das für einen Viscogon. Den haben wir dann auch schon mal. Und dann
Müssen wir nichts healen. Ziehen wir den einfach so zurück. Und holen uns eine Preiskarte. Ja. Das Beste, was wir hätten machen können, ne? Illusionsportal. Das ist tatsächlich keine schlechte Variante. Damit können wir, wenn er jetzt nichts Großartiges macht, zwei wegschotten. Theoretisch nächste Runde. So, wieder eine Feuerenergie. Und ein Befehl vom Boss. Und noch ein Nestball. Und da ist ein strahlendes Lura. Das ist natürlich auch nervig. Hitze-Tackle. Okay. So. Wir machen folgendes. Illusionsportal. Zack und zack. Und dann gibt es da eine Wasser, da eine Metall. Dann, egal was passiert, wir ziehen den eh zurück, denn wir müssen zwei Sachen wegschotten. Dann gucken wir mal, ob wir ein Akromas ziehen. Cool. Kriegen wir also tatsächlich. Das und das vielleicht noch. Und dann können wir den hier wegnehmen. Boah, wisst ihr, ich glaube, ich will wirklich die beiden weghaben. Dass der Ja keine Möglichkeit hat, sich Sachen... Ich Idiot! Ich mache den größten Fehler, den man machen kann. No! Ich Idiot! Oh mein Gott, Leute. Ja, okay. Also, wie viel willst du falsch machen in einer Runde? Phil sagt sich, ja. Ja. Machen wir einfach mal, ne? Oh shit, Leute. Oh shit, war das schlecht. War das schlecht. Ich brauche übrigens noch irgendwie eine Wasserenergie, ne? Oh, 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 oh. War das schlecht. Das kannst du niemandem erzählen. Und noch ein Befehl vom Boss. Und wieder der drin. Und ein Tausch. Meine Güte, könnte ich heulen, ey. Ein Fluchtseil halt eben. Ich habe ja zweimal Boss dafür verwendet, ne? Ich kann nicht anders zurückziehen, deswegen ich will lieber auf eine Preiskarte gehen. So. Mal gucken, was er Schönes zieht. Oh nein! Oh nein! Oh nein, und da geht es los. Und da ist das scheiß Lurak. Oh, sorry. Aber ich kann es halt einfach nicht leiden, ey. Aber ich habe halt auch mega Fehler vorhin gemacht, ne? Damit mein eigenes Energiemanagement so hart kaputt gemacht. Das kannst du eigentlich nicht mehr erzählen. Oh nein, und jetzt geht... Nee, es geht nicht. Er kann Gott sei Dank nicht angreifen. Na Gott sei Dank. Ich glaube, dann will ich auch nicht viel mehr machen. Außer einfach den besiegen. Noch eine, glücklicherweise noch eine Preiskarte holen. Das ist nicht schlecht für nächste Runde. So, wir brauchen eine Wasserenergie. Was soll ich sagen? Eine Wasserenergie, wie machen wir das?
Ah, uncool, uncool. Oh, das ist ein Akromas. Das gibt's noch nicht, ne? Wir kriegen nicht das, was wir brauchen. Wie viel haben wir eigentlich? Wir haben schon 11. Oh Mann! Was großartig anderes mache ich, kann ich nicht machen. Wo sind meine Wasserenergien? 1, 2. Ich habe noch eine dritte, das weiß ich, aber trotzdem. Behaupte, Schadensmarken legen ist ja kein Problem, ne? Bup. 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 So. Ziehen wir eine Wasserenergie? Nein. Ziehen wir eine Wasserenergie? Nein. Ihr wollt mich doch verarschen. Auch eine Superangel wäre gut. Ich habe 3 Superangeln. 1. Wo sind sie? 3 Superangeln, 3 Wasserenergie. 2 müssten noch irgendwo sein. Oder warte mal. Wartet. Da. Oh shit, ich habe einen abgegeben. Ich habe eine Superangel abgegeben. Oh, das war ja gar nicht gut. Oh nein. Wie viele habe ich noch vom Illusionsportal? 1, 2, 3. Habe ich eins weggeschmissen? Nein. Also auch irgendwo müsste auch noch ein Illusionsportal sein. Das kannst du doch niemandem erzählen. Was mache ich denn jetzt? Ja, mir bleibt nur zu hoffen, ne? Ich brauche eine Wasserenergie. Okay, dann machen wir jetzt das folgendermaßen. Superangel. Wasserenergie rein. Gucken wir mal, ob ich noch eine andere Karte nehmen kann. Ja. So, jetzt haben wir noch 3 Karten. Wir haben noch 3... Karten. Verborgene Karten. Ziehe ich meine Wasserenergie? Ja. Das ist übrigens noch das Illusionsportal. Dann spiele ich Befehl vom Boss. Und dann habe ich gewonnen. Ey, was ein intensives Match. Ich meine, ich habe es natürlich auch viel selber verkackt. Aber wir haben es im Endeffekt trotzdem geschafft. Gott sei Dank. Glurak EX besiegt. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war ziemlich nice, auch wenn es zwischendurch für mich mit dem größten Fehler, den man so machen kann, zusammenhängt. Naja, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.